Hallo YouTube, willkommen zu dieser Reaction auf 10 gruselige Dinge, die mit Drohnen gefilmt wurden. Das ist eine Drohne und die filmt anscheinend gruselige Dinge manchmal. Wir schauen uns an. Schaut bitte, bitte bis zum Ende, weil ihr wollt nicht verpassen, wie eine Drohne Tiger laufen nach Drohne. Ja, das ist Platz 1, das wollt ihr nicht verpassen. Bitte, bitte bis zum Ende schauen. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Ich glaube, wir haben schon 18.000, danke dafür. Schaffen wir diesen Jahr nur noch 19.000. Wer weiß. Wir starten. Gibt es seit den 1980er Jahren. Drohnen können in Bereichen helfen, in denen es gefährlich ist, aber sie werden auch regelmäßig eingesetzt, um einfach nur schöne Bilder von oben einzufangen. Es gab jedoch auch schon Zeiten, in denen eine Drohne etwas Unheimliches mit der Kamera eingefangen hat. Heute werden wir Das euch 10 möchte ich davon jetzt zeigen. sehen. Ja, Neu auf zeig diesem mir Kanal? 10. Dann vergiss nicht, uns zu abonnieren und aktiviere die Benachrichtigung. Wait, ist das ein anderer Sprecher als Dann gib sonst? einen Daumen hoch. Glaub schon, oder? Nummer 10. In der ukrainischen Stadt Pripyat, die heute zu einer Geisterstadt geworden ist, ereignete sich die schlimmste Atomkatastrophe aller Zeiten. Am 25. April 1986 explodierte ein Reaktor des Kernkraftwerks und setzte radioaktive Stoffe in der Umgebung frei. Die Regierung versuchte, so viele Menschen wie möglich aus der nahegelegenen Stadt Pripyat zu evakuieren. Insgesamt mussten Ja, aber 335.000 Menschen ihre Häuser. also abseits davon, dass halt nicht so geil war damals, sieht es halt jetzt so irgendwie so, also auch nicht geil aus, aber so als würde man da gerne mal so durchlaufen irgendwie, wenn es jetzt nicht so gefährlich wäre. Verlassen Checkt und es ihr? Hat wurde der auch eine so den 30 Vibe? Kilometer breite Sperrzone eingerichtet, in die sich die Menschen nicht begeben durften. In den folgenden Einfach mal so zu Drohnenvideoaufnahmen schauen, wie können das so wir ist, sehen, wie Pripyat Jahrzehnte wenn das so später verlassen aussieht. ist. Es herrscht eine unheimliche Atmosphäre rund um die verlassenen Gebäude, das Krankenhaus, die Schule, aber vor allem die Spielplätze mit den zurückgelassenen Spielsachen. Nummer 9. Wenn ihr durch Croker, Virginia in den Vereinigten Staaten spaziert und auf diesen nächsten Bereich mit großen Statuen stoßt, werdet ihr wahrscheinlich denken, ihr werdet auf einem anderen Planeten gelandet. Diese insgesamt 43 Statuen sind Nee, die eigentlich ehemaligen nicht. Präsidenten der Vereinigten Staaten. Jede Statue ist satte 5 bis 6 Meter hoch. Wie ihr sehen könnt, sind sie nicht Boah. im besten Zustand. Die Statuen von Abraham Lincoln und seinen Vorgängern sehen aus, als kämen sie aus einem Horrorfilm und haben abgebrochene Köpfe und zerbröselte Aber Körperteile. warum sind die Das sind da? die Überbleibsel von Virginias Presidents Park. Als der Park geschlossen wurde, sah der Bildhauer David Adickes, der die gespenstischen Statuen geschaffen hatte, sein Werk für fast verloren. Die riesigen Statuen wurden schließlich auf eine 400 Hektar große Farm gebracht. Würdet ihr es gruselig finden, wenn ihr plötzlich auf diese Statuen stoßen würdet? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Nee, so gruselig ist das jetzt Nummer nicht. 8. Wenn ihr Angst vor Schlangen habt, dann solltet ihr das Yo. folgende Video ziemlich gruselig finden. Ein YouTuber namens Michael Delaney verlor die Kontrolle über seine mit GoPro ausgestattete Junge, wie Drohne und viele? landete in einer Grube voller zischender Klapperschlangen. Glücklicherweise ist er selbst nicht in die Grube gefallen, sondern nur seine Drohne, die. Junge, ich hatte auch mal so eine Klapperschlange encountert, glaube ich. Oder war das eine Klapperschlange? Ich glaube, es war eine Klapperschlange und dann so eine andere, so eine rote, so im Urlaub damals. Aber ich war so ein kleines Kind, ich habe halt nicht so gecheckt, was da so abgeht. die diese einzigartigen Videoaufnahmen gemacht hat. Die Klapperschlangen mochten es nicht, gefilmt zu werden, denn eine von ihnen zischte Jo. aggressiv nach der Kamera. Klapperschlangen können sehr giftig sein und man sagt, dass allein in den USA jährlich 7.000 bis 8.000 Menschen gebissen werden. Delaney schaffte es Ich glaube schließlich, so. seine. Ich glaube, so Schlangen sind so das, was ich, also so das Tier, wovon ich am meisten so Angst hätte, glaube ich. Also vor allem, weil man so die kaum so sieht, wenn es halt schon zu spät so meistens. Ohne mit Hilfe eines Feldhockeyschlägers zurückzubekommen. Nummer 7. UFO-Sichtungen waren in letzter Zeit oft in den Nachrichten. Das folgende Videomaterial, das ich euch zeigen werde, wurde von einem 59-jährigen Armee-Veteranen gefilmt. Er sah von Zeit zu Zeit Dinge in der Nähe seines Hauses vorbeifliegen. Also schnappte er sich seine Drohne und fing an, die Gegend zu filmen. Und nach ein paar Versuchen gelang es ihm, etwas mit der Ja, Kamera einzufangen. vielleicht. Also nur so eine Vermutung, vielleicht war es auch eine andere Drohne von einem anderen Typen, der dort rumgeflogen ist. Und der Mann war überzeugt, dass er ein UFO mit der Kamera eingefangen hatte. Berichten zufolge ließ er das Videomaterial untersuchen und das Video wurde schließlich an die NASA geschickt. Was danach mit dem Videomaterial geschah, konnte ich leider nicht herausfinden.
Aber es wird gesagt, dass das Objekt mit Geschwindigkeiten von über 6400 Kilometern pro Stunde unterwegs gewesen sein könnte. Das sieht halt auch wie so ein Vogel aus. Glaubt ihr, dass dies ein echtes UFO war? Und könnte es etwas mit Außerirdischen zu tun gehabt haben? Oder was könnte es sonst sein? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Nummer 6. Wenn ihr Angst vor Clowns habt, dann solltet ihr das folgende Video wohl besser nicht schauen. Der Clown Pennywise, den wir aus den S-Filmen kennen, ist schon gruselig genug. Aber ja, das ist der einzige Clown. Ein Clown im echten Leben in einem leeren Maisfeld mit der Kamera angefangen. Das ist also der einzige Clown, vor dem ich Angst habe. Gemacht hat, aber der Clown scheint an einem Punkt auch die Drohne zu bemerken. Der filmende Mann hat auch keine Ahnung, was der Clown dort macht, aber er beschließt, ihn eine Weile mit seiner Drohne zu verfolgen. Und dann rennt der Clown in den Wald und verschwindet. Könnte das jemand gewesen sein, den er kannte? Oder hat er wirklich einen Clown mit der Kamera angefangen? Und was glaubt ihr, was er in diesem Maisfeld gemacht hat? Nummer 5. Es ist so schlecht gefaked einfach. Surfen kann eine Menge Spaß machen, aber es gibt etwas, dem ihr beim Surfen definitiv nicht begegnen wollt. Ihr habt es vielleicht schon erraten. Haie! Vor allem, wenn sie sich euch nähern und euch dann auch noch umkreisen. So erging es einem 32-jährigen Surfer aus Sydney, der sich nicht ganz bewusst war, dass er im Wasser nahe der australischen Stadt Ballina von einem der gefährlichsten Raubtiere der Welt verfolgt wurde. Nach seinen Angaben hörte er das Geräusch des Haifischschwanzes, schaute zurück und ignorierte das Geräusch, weil er dachte, es sei nichts und er könne auch nichts sehen. Aber er erkannte bald, dass er von einem weißen Hai umzingelt war. Tatsächlich kam der Hai so nah, dass er nur noch wenige Zentimeter von dem Surfer entfernt war. Glücklicherweise beschloss der Hai an diesem Tag einfach wegzuschwimmen. Das Bizarre daran ist, dass dies alles von jemand anderem mit einer Drohne gefilmt wurde. Was würdet ihr in dieser Situation tun? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Nummer 4. Wusstet ihr, dass das FBI seit 1976 eine Akte über den legendären Bigfoot hat? Ob Bigfoot, Sasquatch oder eine affenähnliche Kreatur, die die ländlichen Gebiete Nordamerikas durchstreift, die Welt war schon immer fasziniert von diesen großen, pelzigen Kreaturen. Es wird angenommen, dass Bigfoot eine riesige Affenart ist. In den letzten 50 Jahren gab es über 10.000 Augenzeugenberichte über Bigfoot in Nordamerika. Während alle Augenzeugenberichte oder Geschichten über das Sehen von Bigfoot in der Regel schwer zu glauben sind, macht Videomaterial es viel zuverlässiger. Wenn man dem folgenden Video Glauben schenken mag, sollten wir einen 3 Meter Bigfoot sehen, der hier herumstreift. Denkt ihr, dass dies Bigfoot sein könnte? Und glaubt ihr, dass Bigfoot an sich wirklich existiert? Denkt ihr, dass dies mag, sollten wir einen 3 Meter Bigfoot sehen, der hier herumstreift? Junge, wahrscheinlich 3 Meter, das ist ein normaler Typ. Und glaubt ihr, dass Bigfoot an sich wirklich existiert? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Junge, was für 3 Meter? Nummer 3. Würdet ihr eine Drohne opfern, wenn ihr dafür cooles Videomaterial bekommen würdet? Sam Cosman und der Rest des National Geographic Teams haben genau das getan und beschlossen, einen Vulkan aus der Nähe zu filmen. Sie ließen ihre Drohne in den gefährlichen Marum-Krater des aktiven Vanuatu-Vulkans fliegen und aufgrund der unglaublichen Hitze der blubbernden Lava hat es die Drohne leider nicht wieder herausgeschafft. Aber sie können sagen, dass sie es geschafft haben, Videoaufnahmen zu machen, die noch nie jemand zuvor gemacht hat. Würdet ihr eure Drohne opfern, um ein gutes Foto oder ein unglaubliches Ereignis zu filmen? Oder würdet ihr das als Geldverschwendung betrachten? Das ist aber schon krass, was die da gefilmt haben. Wenn ihr mit einer Drohne über Cannock Chase in Staffordshire, England fliegt, werdet ihr wahrscheinlich einige tolle Aufnahmen von den wunderschönen Wander- und Radwegen der Gegend machen. Die nächste Person hat jedoch etwas mit ihrer Drohne eingefangen, das ziemlich erschreckend und auch übernatürlich ist. Ihr zufolge wäre es eine Sichtung eines Geisterkindes mit schwarzen Augen gewesen. Die Bewohner dieser Gegend sagen auch, dass es eine Chance, dass sie von einem bestimmten Mädchen mit schwarzen Augen gejagt werden, gibt. Es ist schwer, auf dem Videomaterial zu sehen. Aber was denkt ihr, was die Drohne geschafft hat, mit der Kamera hier zu erfassen? Jahrelang berichteten Leute, dass sie diese Gestalt in der Nähe des Waldes gesehen haben. Ja, es sah halt schon so aus wie ein Mensch, aber... Könnte das ein Geist sein? Oder was könnte es sonst sein? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Nummer 1. War halt einfach so ein Typ. Eure Drohne könnte in einer Grube voller Klapperschlangen überleben. Aber in den folgenden Videoaufnahmen sind mehrere Tiger zu sehen, die hinter der Drohne herlaufen. Jo. Ich konnte leider nicht herausfinden, warum die Tiger das tun, aber es sieht so aus, als hätte einer seine Drohne verloren. Tatsächlich und hat es geschafft, die Drohne zu Fall zu bringen. Das Videomaterial soll aus einem Resort für sibirische Tiger in der Provinz Heilongjiang in China stammen. Obwohl die Tiger ein wenig fett aussehen, können sie immer noch 50 bis 65 Kilometer pro Stunde laufen. So gelang es ihnen, die Drohne zu Fall zu bringen, aber das Videomaterial blieb unangetastet und sieht spektakulär aus. Glücklicherweise war das Personal des Resorts in der Lage, die kaputte Drohne zu bergen. Leider mussten sie aber eine neue Drohne kaufen
und Drohnen sind nicht gerade billig. Würdet ihr jemals eine Drohne fliegen wollen? Und was würdet und Drohnen sind... Es gibt Avengers-Skitters? Nicht gerade billig. Würdet ihr jemals eine Drohne fliegen wollen? Und was würdet ihr damit... Das ist halt viel krasser als alles, was hier im Video gezeigt wurde. Ja, lasst uns in den Kommentar wissen. Schreibt einen Kommentar, kommentiert andere Kommentare, lasst ein Like da. Danke fürs bis zum Ende schauen, abonniert den Kanal und wir sehen uns morgen wieder. Tschüssi.